Hey, ha, hier ist der Packen, das ist auch gut so, denn ich habe heute wieder eine weitere Folge von Epic 7 mitgebracht. Und zwar, wie ihr eventuell das Event mit diesem Magna auf Autohölle schaffen könnt. Ja, ich kann es euch natürlich nur Anreize geben und welche Helden ich zum Beispiel benutze und wie es bei mir funktioniert. Zu 90% funktioniert es bei mir, sage ich mal. Natürlich geht es auch gerne mal hin und wieder schief. Das kommt mal vor. Aber so 90% würde ich sagen, läuft es bei mir. So, und ich will euch nur kurz sagen, was ihr vielleicht beachten solltet und was ihr vielleicht sonst nehmen könnt, als wie das, was ich genommen habe. Ist natürlich kein Garant dafür, dass es dann bei euch klappt, aber probiert es halt einfach. Und zwar die erste Phase, ja, holt ihr einfach Leute mit Konterset. ML-Ken wäre mega gut dafür, der kann das dann fast solo machen. Hauptsache ihr kontert eigentlich die ganze Zeit. Ravi ist halt auch ganz gut, Apo-Ravi bestimmt auch. Versucht natürlich immer so am besten drei vom selben Elementar zu finden für euch. Dann holt ihr einfach noch ein bisschen Bonus raus. So, die zweite Phase ist schon mal knackiger, muss ich sagen. Da fällt meine Wahl auf Tenebria, weil sie kann einschläfern und Deathflaken, was wir mehr, auf jeden Fall schon mal zwei Debuffs. Und Cecilia. Cecilia ist hier mega geil, wegen dem Area Provoke und dem Strip, den ihr zur Not dann auch noch machen könnte mit der Zweier. Da habt ihr eigentlich alles, was ihr wollt. Damage Dealer ist dann auch fast egal, wen ihr nehmt. Ich habe Kyren genommen. Sollte dann natürlich dann auch passend zu den anderen Elementen sein. Also zu den Cecilia und Tenebria. Und Kyren macht halt nochmal schön Area-Schaden und boxt damit die Minions auch nochmal so halbwegs aus dem Leben, dass sie zumindest gestunt sind. Gute Wahl, funktioniert, finde ich gut. Kann man ein bisschen dran rumfeilschen. Aber Tenebria und Cecilia finde ich schon mega geil dafür. Dritte Phase. Ja, dritte Phase ist ein bisschen schwierig. Ihr braucht unbedingt eigentlich einen Cleanser. Am besten auch einer, der noch Immunity gibt, um sicher zu gehen. Schwierig. Ist schwierig. Ich habe mich für Lidias einfach entschieden, weil es hat so gereicht, um einfach nur mal einmal gerade zu glänzen. Hat es ausgereicht. Scheiß auf die Immunity. Scheiß auf die Beschreibung, die da überall drin stehen. Ihr könnt natürlich anstatt Cerise mit Miss Cornfield könntet ihr natürlich auch ganz gut eine Luluka nehmen oder eine Flan. Sollte eigentlich auch super passen. Vor allem dann zum Damage von, wie heißt es hier, von Sigrid. Ja, ihr könntet auch anstatt Lidias halt zum Beispiel eine Emilia nehmen, eine schnelle. Wäre fast noch besser, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr Damage rausholen, meine drei Eishellen sind. Ja, und ansonsten ist es halt wirklich einfach nur, es hat einen sehr miesen Beigeschmack. Aber trotzdem allen, ich vernasche jetzt einfach ein bisschen Schokolade, davon gibt es ja die nächsten Tage genug. Und ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage, schöne Tage generell, was auch kommen sollte. Wenn ich epische Hölle schaffen kann, werde, ja, dann werde ich es euch wissen lassen. Aber ich sehe momentan dann nicht so die Chance. Also macht's gut, haut rein und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich weiß, es ist ein bisschen scheiße, es ist ein bisschen schwierig, aber macht's gut. Attracted to the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only